Hallo und herzlich willkommen bei Spahn mit Kopf. Moment mal, Kollege. Stell dich doch erstmal vor, wer bist du, was machst du? Ja, so geht das gar nicht. Genau, was ist das denn hier für ein Benehmen? Ja, erstmal richtig vorstellen hier. Ja, genau, mit diesem Video wollte ich mir etwas näher vorstellen. Viele Leute haben sich das ja gewünscht. Es gibt auch einen Podcast mit Kolja und mir, den Link findest du in der Beschreibung. Es wird jeden Sonntag um 11 Uhr ein Video folgen. Also das hier ist jetzt nicht das Video, sondern eher so eine Art Zusatzvideo. Ich bin der Yusuf Gökçe, 24 Jahre alt und gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Parallel studiere ich noch Pflegemanagement, um mich nach dem Studium selbstständig machen zu können. Ich habe nämlich einige Ideen für gewisse Probleme, die aktuell in diesem Sektor herrschen, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Also ich bin nicht derjenige, der wirklich mit Stock und Schild vor dem Gesundheitsminister steht und irgendwelche Forderungen stellt. Nein, ich mache das Ganze anders. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich versuche, meine Ideen anderweitig irgendwie umzusetzen. Das so zu meiner beruflichen Perspektive und zu meinen beruflichen Zielen, die jetzt in den nächsten Jahren anstehen. Ansonsten habe ich noch einige Nebentätigkeiten. Ein Beispiel, ich designe T-Shirts und lade sie dann auf Amazon hoch. Amazon verkauft sie dann für mich. Und so habe ich es dann geschafft, dass ich in einem Jahr so circa 1000 T-Shirts verkauft habe, ohne irgendwie einen Cent für Werbung oder so einzusetzen. Also es lief alles rein organisch. Ja, die Leute haben nach einem T-Shirt gesucht, sind auf mein T-Shirt dann zugestoßen, haben es sich dann im besten Falle gekauft. Ja, das ist natürlich jetzt keine hohe Hausnummer. Also ich kenne Leute in dem Bereich, die verkaufen Zehntausende T-Shirts im Jahr und leben schon davon. Das kann ich jetzt nicht von mir sagen. Also ist schon ein nettes Nebeneinkommen, aber davon leben kann man jetzt nicht. Was habe ich jetzt mit dem Thema Sparen überhaupt zu tun? Ja, bei mir war das so, ich war eigentlich schon immer ein sparsamer Mensch und wollte eigentlich schon immer arbeiten, Geld verdienen und ja, auf meinen eigenen Beinen sozusagen stehen. Damit habe ich dann mit 14 Jahren begonnen, dass ich dann angefangen habe, Zeitungen auszutragen. Also ich hatte zwei Jobs, einmal Zeitung austragen und einmal in einer Kinder-Indoor-Spielhalle. Da habe ich dann immer am Wochenende gearbeitet. In der Woche hatte ich Schule und irgendwie mittwochs und sonntags musste ich dann die Zeitungen austragen. Genau, also immer eigentlich viel zu tun. Spiele auch noch ein paar Instrumente, also Gitarre, Geige etc. Habe also einiges schon gemacht, sage ich das mal so. Und das Problem früher war nur, dass ich eben das ganze Geld gespart habe bis zu einer gewissen Summe und dieses Geld dann einfach ausgegeben habe. Ja? Ein Beispiel, ich habe mir wirklich einen großen Fernseher gekauft für mein Zimmer, irgendwie 59 Zoll mit 3D-Funktionen etc. Und was es noch so alles für einen Schnickschnack gibt. Durfte also schon in jungen Jahren die Erfahrung machen, dass dieses Konsumieren und das Kaufen von solchen teuren Dingen einen gar nicht glücklich macht, sondern bei mir kam dann so eine Unzufriedenheit auf. Mit 19 Jahren habe ich dann mit meiner Ausbildung angefangen und da war das dann so, dass ich mir gesagt habe, hey, du musst etwas ändern, ja, du hast hier 0 Euro in den Taschen und so kann das nicht weitergehen, ja. Das heißt, Geld kam rein, Geld kam wieder raus, ungefähr so war das dann und ich hatte das Gefühl, ich mache keine Fortschritte. Genau. Und dann habe ich eben angefangen, eifrig zu sparen. In der Ausbildung habe ich echt richtig Gas gegeben, also ich habe in der Ausbildung mein Gehalt, von meiner Ausbildung ein Gehalt gehabt, habe noch einen Nebenjob gehabt, habe da auch noch ein paar Stunden gemacht in der Woche und habe durch diese Nebentätigkeiten noch versucht, irgendwie meine Einnahmen zu erhöhen und habe es dann letztendlich geschafft, dass ich am Ende meiner Ausbildung mir ein Depot aufgebaut habe mit einem Einstandskurs von 27.000 Euro. Also ich habe über 27.000 Euro investiert. Das ist jetzt nicht Hat nichts mit meinen Kursgewinnen oder mit meinen Dividendeneinnahmen zu tun, sondern das Geld habe ich wirklich reingetan. Der Kurs etc. interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich gucke eigentlich fast nie in mein Depot rein. Nur wenn ich dann auf Facebook sehe, hier, das Unternehmen hat eine Dividende ausgeschüttet und wenn ich das Unternehmen halte, dann
gucke ich nur kurz mal rein und versuche dann das Geld irgendwie zu reinvestieren. Aber es soll jetzt nicht um Investitionen oder so gehen, sondern wirklich um Sparen. Ich durfte in der Zeit eben sehr viel lernen. Ich bin ja auch allgemein ein sehr offener Mensch, gucke immer, was kann ich noch lernen und was kann ich noch verbessern, bin ständig in meinem Kopf am Evaluieren. Was erwartet dich jetzt auf diesem Channel? Ich möchte ein paar Dinge vorstellen, ein paar Tricks, Tipps etc., wie auch du sparen kannst. Also wie zum Beispiel mit der einen App. Gut, viele Leute haben sich etwas beschwert, wie lange ich doch gefahren bin etc. Aber dazu gibt es auch eigentlich eine ganz simple Geschichte. Ich wollte das Video drehen und hatte schon etwas ausgesucht, was wirklich in meiner Nähe ist. Also der Laden war nur 500 Meter entfernt und wollte live, also vor der Kamera eben direkt auch kaufen. Aber als ich dann das Video gedreht habe, dann ist Folgendes passiert. Ja, die Tüte war weg. Ja, und dachte mir so, oh nein, was mache ich denn jetzt? Ja gut, muss ich halt gucken, wo jetzt der nächste Laden ist. Und der nächste Laden war halt 10 Kilometer entfernt. Also der Sinn der Sache ist nicht wirklich, dass du jetzt mit der App irgendwie dir eine Tüte kaufst und dafür extra 100 Kilometer oder so fährst. Nein, der Sinn ist einfach, dass du auch mal diese App nutzen kannst. Und wenn du eh schon einkaufen gehst, kannst du es ja mit in deinen Einkauf integrieren. Und am Sonntag erwartet dich eine weitere App, wo du Cashback im Laden erhältst. Also auch eine ganz coole Sache. Aktuell ist da auch eine coole Aktion und das möchte ich dir dann am Sonntag zeigen. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag. Würde dann sagen, bis bald. Ciao, dein Yusuf.